In diesem Sinne, Servus mein Lieben, wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es allen gut. Es gab jetzt lange Zeit keinen Content mehr von mir. Was soll ich euch sagen, ja? Die Zeit ist ein bisschen knapp bei mir. Aber nichtsdestotrotz, es kommt ja immer wieder was von mir für euch natürlich zu sehen. Und auf jeden Fall, mein Deutsch hat, glaube ich, ein wenig nachgelassen. Nein, Quatsch, Spaß, ihr Lieben. Es gibt öfters mal wieder jetzt was von mir für euch zu sehen. Auf YouTube natürlich. Und zwar folgendes. Heute ist mein Tagesablauf folgendermaßen. Ich werde heute was kochen. Jetzt geht's ins Training. Dann, der Buddy hat seinen neuen Regenpancho oder sprich seine neue Regenjacke bekommen und mein neues Handy ist am Start. Also wie gesagt, das 2 Wochen Unboxing, ihr Lieben, also 2 Wochen im Dauertest war das jetzt und Mein Fazit an euch, ja, ich bin zwar ein bisschen am Verzögern, ich habe das sogar direkt vorm Release, habe ich mir das bestellt gehabt und es kam auch an und wie gesagt, ich wollte es euch definitiv im Dauertest erstmal, wollte ich das durchgehen und euch mein Resultat sagen, wie ich das neue iPhone 11 Pro Max ist es auf jeden Fall unter anderem mit 512 GB Speicher. Mein Fazit an euch in diesem Video. Also wie gesagt, ihr Lieben, bleibt dran. Es lohnt sich. Bis gleich. Tschüss. In diesem Sinne. Servus, mein Lieben. Ich bin jetzt ein wenig spät dran. Denn wir sind jetzt in den zweiten Tag hineingerückt, ihr Lieben. Denn es war gestern alles auf Krampf zu knapp. Jetzt muss ich schnell zum Friseur. Genau, und diesen wichtigen Punkt habe ich vergessen, euch zu erwähnen. Das Gefühl, ihr Lieben, kennt ihr das, wenn ihr richtigen Termin habt? Ja, das ist richtig. Also für mich ist der wichtig, ja, und vor allen Dingen der Termin steht. Ja, Friseurtermin ist Fakt, es ist wichtig. Genauso wichtig wie ein Gerichtstermin, ja. Da hast du einfach zu erscheinen und pop, da gibt es keine Ausreden, ja. So, jetzt auf Krampf. Zu Hause muss ich noch was machen. Dann fällt mir ein, oh Scheiße, ich habe einen Termin. So, dann gib ihn, ja, Stoff. Und das Geilste, ist mir noch nie passiert, verpasst die Ausfahrt, ja. Jetzt musste ich 10 Minuten in Kauf nehmen, sich wieder einzuklinken in die reguläre Strecke, ja. So, jetzt bin ich wieder drauf, ihr Lieben. Aber kennt ihr noch, also kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr so, ihr habt so, ne, ihr seid so nicht entspannt halt, ja, da ist ein Kribbeln im Bauch. Pommes,
Da kriege ich echt epileptische Anfälle. Aber auf jeden Fall, ihr Lieben, nichtsdestotrotz, wir werden es noch rechtzeitig schaffen. Jetzt seht ihr das vielleicht, die Sonne strahlt, das ist doch auch nochmal ein positives Zeichen. Ja, das beruhigt so ein wenig. Auf jeden Fall, gestern hatte ich noch das Essen gemacht. Bei mir ist es immer reichlich viel an Gemüse und so. Ja, also ich habe jetzt, wenn ihr wirklich mal so ein Rezept genau sehen wollt, zeige ich euch, mache ich für euch gerne noch so ein Video, wo es spezifisch darum geht, was, wie die Schritte, Abläufe, Gewürze, Menge und so. Kann ich euch raushauen, kein Ding, aber das müsst ihr mir halt mitteilen, wenn ihr Bock drauf habt natürlich. Das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, ja. Oder mich auf den Social Medien kontaktieren, wie sprich Facebook, Instagram, Snapchat mittlerweile bin ich auch gut am Start. Und einfach mal mitteilen, ansonsten gönnt euch dieses Video, ihr Lieben. Und bis zum Schluss vor allen Dingen. Auf jeden Fall, gestern noch Training, da konnte ich nicht schwimmen. Die Uhrzeit, ich glaube 17, 18 Uhr war voll. Und wie gesagt, jetzt gehe ich zum Friseur, da werde ich auch nicht schwimmen, wegen den Leuten, Privatsphäre, schalala, tralala. Und ansonsten zeige ich euch dann auch noch das Resultat. Und dann fehlt ja nur noch das Unboxing, ihr Lieben, vom neuen iPhone. Das ist die neue Apple-Firma, ihr Lieben. Die haben jetzt einen ganzen Apfel statt einen halben Apfel. Das sind jetzt die neuen Lieferungen, sind jetzt am Start. So, ihr Lieben, ich habe es rechtzeitig geschafft, den Friseurtermin wahrzunehmen. Haare, Bart sind wieder auf Kante, ihr Lieben. Und jetzt geht's wie gesagt nach Hause und dann geht's zum üblichen Unboxing, würde ich mal so sagen. Oder wie ich es so nenne, den Resultat vom Dauertest. Das ist das gute Teil, das kommt in einer schönen, wer kennt es von euch nicht, einer schönen Verpackung, hier so richtig auf Slow Motion Style, kommt es zu euch angeliefert oder aus dem Laden raus, schön robust die Verpackung, hier nochmal schön so eine zweidimensionale oder dreidimensionale Einkerbung, fühlt sich sehr, sehr nice an und das ist das Ganze in live, ihr Lieben. Also, wie gesagt, das habe ich jetzt schön eingehüllt, verpackt, damit nichts Schlimmes passiert, ja, sprich Sturzschaden oder sonst irgendwas. Hier vorne habe ich nochmal eine Panzerglasbeschichtung drauf. Also, wie gesagt, für den Preis sollte dieses Handy auf jeden Fall sehr safe sein. Was mir natürlich aufgefallen ist, bestimmt den meisten,
größte im Moment von Apple habe ich mir gegönnt, ihr Lieben. Ich muss es mir zwar gönnen, da mein alter Vertrag abgelaufen ist und natürlich mich mit dem Vorgängermodell von Apple X, also sprich 10er Modell, das normale Standard hatte ich gehabt, war natürlich sehr, 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 sehr überzeugt von dem Produkt. Nachteil, der einzige Nachteil war nur die Akkulaufzeit, ihr Lieben. Ziemlich viel vlogge, auch teilweise Sachen fürs YouTube und für die ganze Social Media Filme und Drehe, habe ich ziemlich nachgehakt mit dem Akku und musste das permanent ständig mit einer Powerbank aufladen. Es war zwar kein Problem, aber ab und an ist es mal lästig. So, jetzt habe ich das Problem gelöst mit diesem iPhone 11 Pro Max. Der Akku hält locker einen ganzen Tag bei permanenter Benutzung, 2 Tage auf jeden Fall bei nicht permanenter Benutzung. So, also was heißt, wenn ich Filme auf 4K, YouTube-Videos ansehe, selber Filme mache, drehe oder sonst irgendwas, hält es locker einen ganzen Tag. Wenn man das Standardprogramm einschlägt mit paar bisschen telefonieren, Bilder machen, Videos anschauen, locker 2 Tage. So, dann, ich mache hier nicht viel, ihr Lieben, weil das soll kein richtiges Unboxing sein. Nur mein kleiner Fazit, meine Bewertung jetzt in guten, sagen wir mal so, gute 2 Wochen Dauertesten, was ich euch natürlich damit mitteilen wollte. Wie gesagt, der Rest, die einzelnen Details findet ihr auf jeden Fall im Netz. Aber was mir aufgefallen ist, dass Siri bei dieser Version richtig irgendwie eingebildet oder der eine oder andere würde sagen, hochnäsig wirkt. Was ich damit meine, demonstriere ich es euch jetzt. Hört mal einfach zu. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man es genau hört. Und zwar, wenn ich jetzt sage, hey Siri. Aha. Ja, bitte. Versteht ihr, was ich meine? Dieses Aha oder Hey Siri. Schieß los. So, jetzt hört es mal hier an, den Mikro. Hey Siri. Hey Siri. Aha. Dieses Aha, versteht ihr? Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so irgendwie, also findest du so hochnäsig. Für heute, der Tag ist gelaufen und wie gesagt, die Farbe ist hier in diesem, wie heißt es, nicht Space Grün, also dieses, ja, dieses olivdunkle Grün, also das ist schon ziemlich interessant vom Design jetzt her, dass die auf diese Idee gekommen sind, finde ich echt toll. Also hier sieht es nochmal besser auf der Verpackung und die Farbe finde ich halt geil, ja, also es ist natürlich Geschmackssache, aber wie gesagt, mir gefällt es. Vor allen Dingen passt auch zu meinen Schuhen, ihr Lieben. Ja, nee, ja, Spaß beiseite. Aber wie gesagt, die Farbe gefällt mir und bin zufrieden mit dem Handy. Ich kann es derjenige, der sich das mal gönnen will oder so, oder sein Vertrag ausläuft und der zu dem neuen Elfer kommen will, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Das war's, ihr Lieben, mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Mich würde es freuen, wenn ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen würdet. Ansonsten teilt das Ganze. Checkt doch mal mich ab auf diesen ganzen Social Medienseiten, ihr Lieben. Da bin ich ziemlich aktiv im Moment auch bei Facebook und Instagram. Snapchat natürlich auch am Start. Ansonsten, falls ihr Anregungen habt, lasst es mich wissen. Schreibt mir das in die Kommentare. Bis dahin. Tschüss. Puh.